Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tokyo Jungle. Wir spielen jetzt endlich mit dem Nilpferd weiter, das ich jetzt auch endlich mal geschafft habe. Ich meine, guckt euch die Werte beim Büffel an, 21 Generation. Lang genug hat es gedauert, aber wir spielen jetzt mit dem Nilpferd weiter. Ja! Mit dem Nilpferd kann ich auch ein Bikini freischalten. Und ich habe ja schon letztes Mal gesagt, dass ich mit keinem Fuß mein Grab betreten werde, solange ich diesen Tierbikini nicht freigeschaltet habe. Es ist nachts, es ist Sonntagnacht und ihr müsst mir verzeihen, wenn ich ein bisschen aufgekratzt bin. Weil ich einfach hundemüde bin. Aber ich bin den ganzen Tag einfach überhaupt nicht zum Aufnehmen gekommen, weil hier nämlich irgendwie Umzug war. Und ich habe euch ja mal erzählt, dass ich hier quasi am Hausflur direkt wohne und es wäre einfach nicht gegangen aufzunehmen, während hier gefühlte 300.000 Leute hoch und runter latschen und irgendwelche Sachen hin und her tragen. Deswegen habe ich gesagt, okay, mache ich heute Abend. Dann bin ich aber essen gegangen. Mehr oder weniger überraschenderweise. Also ich wurde von Lukas Familie eingeladen, mit zum Essen zu gehen. Und oh, das war so fett. Wir waren beim Chinesen. Und ich dachte eigentlich, naja, ich gehe hin und bestelle mir eine Schüssel Reis oder sowas, weil ich auch gar nicht den Hunger hatte. Und dann war da ein Buffet. Und bevor wir uns entschieden hatten, was wir überhaupt essen, sind einfach alle zum Buffet gerannt. Und ich so, ja, komm, scheiß drauf, bist du nicht so? Und bin mit zum Buffet gegangen und alter Vater, ey. Ich bin so pappsatt, das ist echt nicht mehr feierlich, wie satt ich bin. Ich habe nicht übermäßig viel gefressen, das nicht. Aber ich hab ordentlich gegessen. Ich habe so viel Reis und Nudeln gegessen. Ey, saugeil einfach nur. Einkaufsbezirk. Mama. Und ich habe Eis gegessen und gebackene Bananen und oh, einfach so fett und lecker und oh, einfach nur geil. Jedenfalls bin ich pappsatt. Und wenn ich pappsatt bin, werde ich halt auch immer sauschnell müde. Vorhin ging es noch. Wir sind ungefähr um 10 wieder nach Hause gekommen. Und da habe ich erstmal Fernsehen geguckt, weil ich irgendwie auch überhaupt nicht dran gedacht habe, dass ich noch aufnehmen muss, ehrlich gesagt. Und bin dann irgendwann jetzt nachts nach Hause gekommen und sehe einfach, dass meine PlayStation noch läuft. Ich habe nämlich vorm Essen gehen Eternal Sonata gespielt. Mal wieder nach ungefähr einem halben Jahr und natürlich voll vergessen, was die Story ist. Das davor war's, was. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe angefangen zu spielen und also vorm Essen gehen. Und habe natürlich just in dem Moment, wo ich gehen musste, keinen Speicherplatz gefunden. Ich, naja, komm, scheiß drauf. Pause gemacht und das Ding angelassen. Meine PlayStation ist ja zum Glück relativ beständig. Also die ist keine, die irgendwie nach 3 Stunden Dauerlauf abkackt. Das wäre ja auch irgendwie echt scheiße. Zum Aufnehmen. Nee, die hat ordentlich durchgehalten. Und jetzt, ich hab's aber, wie gesagt, ich hab's total vergessen. Komm nach Hause und hör's brummen. Ich so, scheiße, ich hab meine PlayStation vergessen. Und vor allen Dingen 2 Meter von da, wo ich stand, wäre einfach ein Speicherpunkt gewesen. So kann's gehen. Jedenfalls habe ich jetzt noch ganz schnell diesen Speicherplatz gefunden, weil ich, wie gesagt, einfach sackmüde bin und dachte, oh, wenn ich jetzt noch 15 Stunden spielen muss, bevor ich einen Speicherplatz finde. Habe ich aber zum Glück relativ schnell gefunden. Habe jetzt noch schnell gespeichert und bin jetzt am Aufnehmen. Und ich werde heute eine Folge aufnehmen und den Rest dann morgen, beziehungsweise wenn ihr die Folge seht, ist ja dann schon Montag. Also ich werde jetzt am Sonntag eine Folge aufnehmen und die restlichen am Montag, weil ich, wie gesagt, so sackmüde bin einfach nur. Ich werde jetzt nach dem Aufnehmen, ich habe mich aber nicht umbringen lassen, keine Sorge, werde jetzt nach dem Aufnehmen noch vielleicht eine Folge Walking Dead gucken und dann, boah, dann bin ich tot. Die zweite Staffel gucke ich gerade wieder. Ich werde speichern. Ich habe vergessen, wie es ist, wenn man speichert. Also ich meine, diese Speicherfunktion muss ja irgendeine Daseinsberechtigung haben und deswegen gehe ich einfach mal, fuck, davon aus, dass wenn ich speichere, alles, was ich getan habe, noch da ist und ich auch einfach da weitermachen kann, wo ich aufgehört habe. Dieses Nilpferd ist übrigens wahnsinnig süß mit seinen kleinen Pfötchen. Es erinnert mich voll an die Lieschnee. Apropos Lieschnee, falls ihr nicht wisst, wer die Lieschnee ist, das ist meine Katze Lilly.
Und Lieschni setzt sich aus Lilly und Schnecke zusammen. Und sie reagiert übrigens auf Lieschni inzwischen besser als auf Lilly. Weil ich sie auch, glaube ich, komplett nur noch so rufe. Ehemalige Haustiere, ja, Manotolinie, weißt du ja meinetwegen. Ich habe ja schon mal festgestellt, dass wenn ich aufnehme, ich müde bin, ich nicht gut aufnehme. Und ich deswegen jetzt quasi einfach nur die eine Folge jetzt für Montag mache. Und den Rest dann am Montag aufnehmen, zwischen Arztbesuch und Training. Also ich bin nicht krank oder so, keine Sorge. Ich brauche nur mal wieder Tabletten. Ich habe eine Schilddrüsenunterfunktion, wurde dann irgendwann mal letztes Jahr festgestellt, dass ich auch mal eine Schilddrüsenunterfunktion habe. Und übrigens für mein ganzes Leben, das wurde halt erst letztes Jahr festgestellt. Jedenfalls nehme ich deswegen Tabletten und brauche jetzt halt wieder welche, weil meine leer sind und dafür muss ich halt zum Arzt eiern. Und wenn es passiert, lasse ich mir halt noch Blut abnehmen. Ich hasse Blut abnehmen. Ich habe mir auch bis zu meinem Arztmarathon letztes Jahr das letzte Mal Blut abnehmen lassen, als ich ein Kind war. Und kann einfach nicht hingucken. Ich kann das nicht. Inzwischen muss ich mir ungefähr alle 3 Monate Blut abnehmen lassen, aber ich kann einfach nicht hingucken. Das ist so furchtbar. Also ich, irgendwie kann ich das auch nicht. Ich kann irgendwie Verletzungen bei mir selber... Also Verletzungen sind irgendwie okay bei mir selber. Ich bin noch mal als... Als Jugendliche wollte ich unbedingt Skateboard fahren und war halt hinter meinem Haus und bin das Skateboard gefahren und die Straße ist irgendwie wie so ein Dreieck so zur Mitte hingefallen. Also die beiden Außenseiten der Straße quasi sind zur Mitte so eingegangen. Wie so ein Dreieck halt sah das aus. Und ich bin da sowas von aufs Maul geknallt, also so richtig krass. Meine ganze Lippe war aufgeplatzt und blutig und ich habe da gesessen und gelacht. Und irgendwie funktioniert das bei mir und Verletzungen. Aber Blut abnehmen geht gar nicht und Verletzungen bei anderen Leuten, oh, geht auch überhaupt nicht. Ich habe Sakrileg 2-mal geguckt, wo dieser Typ sich geißelt. Oh, ich kann da nicht hingucken. Oder, was habe ich letztens gesehen? Keine Ahnung, bei Law & Order, glaube ich, hat sich da irgendeiner verletzt. Ey, ich kann das einfach nicht sehen. Was lustig ist, weil irgendwie, wie gesagt, bei mir ist es kein Problem, aber bei anderen Leuten... Boah. Und Blut abnehmen, wie gesagt, auch überhaupt nicht. Aber ich werde mich wohl übel dran gewöhnen müssen, weil diese Tabletten muss ich den Rest meines Lebens schlucken. Ob ich will oder nicht. Und deswegen werde ich mir auch den Rest meines Lebens alles halbe Jahr Blut abnehmen lassen müssen, aber ich muss da nicht hingucken. Und nächstes Mal versuche ich mal hinzugucken, weil ich ein großes Mädchen bin. Aber ich habe Angst, ehrlich gesagt. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Es sind irgendwie... Mein ganzer Körper ist tätowiert, aber ich habe Angst vor Nadeln. Irgendwie... Weiß ich nicht. Das ist bei mir ganz komisch. Ich liebe dieses Tätowier, also dieses Tätowiernadelgeräusch, liebe ich total, weil es dann heißt, ah, tätowieren. Aber irgendwie in meinem Innern habe ich auch irgendwie so ein bisschen Angst davor. Also irgendwie zieht sich dann mein Magen zusammen, wenn ich dieses Geräusch höre. Aber irgendwie finde ich es geil. Das ist bei mir immer so eine, wie heißt es, ambivalente Beziehung. Kann aber auch daran liegen, weil ich mir, als ich mir damals die Füße habe tätowieren lassen, das so abartig wehgetan hat. Das war echt nicht mehr feierlich. Und mein Fußtattoo war mein... Jetzt muss ich überlegen. Mein zweites Tattoo. Ich habe eins auf dem Dekolleté und eins auf den Füßen. Und meine Beine sind tätowiert. Und meine Schulter ist tätowiert. Und lasst mich nichts vergessen. Nein, ich glaube, das war es erstmal. Geplant sind noch einige. Aber das ist bis jetzt das, was tätowiert ist. Und jedenfalls hat mein Fußtattoo so weh getan, dass ich glaube, mein... Yeah. Diese Angst vor der Tätowiernadel kommt einfach, glaube ich, daher. Ich sollte mal Generationen wechseln. Weil mein Fußtattoo so wehgetan hat. Aber ich würde es immer wieder tun. Ich meine, ich tue es ja jetzt auch wieder. Ich lasse mir demnächst die Beine nochmal tätowieren. Dann sollen die PlayStation-Symbole, also Kreis, Viereck, Dreieck und Kreuz und die Cursor-Tasten auf meine Unterarme und dann noch was und dann, wenn ich genug abgenommen habe, wird mein Rücken noch tätowiert. Ja, ich weiß, dass ich noch jung bin und wenn ich dann mal alt bin, sieht es scheiße aus, aber scheißegal, wofür ist man jung. Mir liegt jeder in den Ohren, als ich mir das Dekolleté habe tätowieren lassen, lag mir jeder in den Ohren, ah ja, und wenn du dann mal alt bist, bla bla bla. Dann wird das nicht mehr schön aussehen und wenn dann die Haut hängt,
Da denke ich halt immer, ja, aber noch bin ich nicht alt. Noch bin ich jung, was soll ich machen? Irgendwie in der Ecke sitzen und Trübsal blasen, weil ich irgendwann mal alt bin. Das finde ich auch nicht cool. Also ich bin nicht der Meinung, dass man seine Jugend irgendwie mit Party machen und sonst was verschwenden kann. Man kann gerne Party machen, solange man jung ist. Also es ist nur meine persönliche Meinung. Aber man soll halt nicht sein ganzes Ziel darauf ausrichten, weil, kommt schon Kinder, die Bildung ist echt wichtig. Und, aber so Sachen wie tätowieren lassen oder piercen lassen oder so, wann soll man es denn sonst machen, wenn man, wenn nicht jetzt, wenn man jung ist? Und deswegen mache ich es lieber, solange ich noch gut aussehe, die nächsten 20 Jahre und dann, mein Gott, dann packe ich mich halt ein. Jetzt aber präsentiere ich mich noch, das wird im Sommer wieder geil, wenn ich dann mit kurzen Hosen und einem kurzen Rock rumlaufe. Also wenn ihr auf die Gamescom geht, wenn ihr, selbst wenn ich nicht wollte, dass ihr mich erkennt, ihr werdet mich erkennen, weil ich dermaßen tätowiert bin. Also ich bin nicht so krass tätowiert und ich werde mich auch niemals so krass tätowieren lassen, was zum Beispiel gar nicht geht, sind Oberarme, das werde ich mir niemals tätowieren lassen. Oder irgendwelche Tribals oder so. Nee, ich habe Corsagenbänder an meinen Beinen hinten und allein deswegen werdet ihr mich erkennen, ob ich will oder nicht. Ja, jetzt habe ich es verraten. Aber ich meine, mein Gott. So oder so. Ich hausiere halt einfach gerne mit meinen Tattoos. Es ist einfach so. Ich find's einfach geil. Und ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Ja. Ja, ich habe noch nie auf jemanden gehört, der mir gesagt hat, ich werde es irgendwann mal hässlich finden. Ja, dann werde ich es halt mal irgendwann hässlich finden. Ich habe zum Beispiel auch 3 Lippenpiercings, die ich lange Zeit echt mochte. Und irgendwann habe ich sie mal rausgenommen wegen irgendwas. Und habe vergessen, sie wieder reinzutun. Und irgendwie sind sie jetzt zugewachsen, aber es tut mir irgendwie auch nicht leid. Und so im Nachhinein betrachtet, war es halt irgendwie mal. Da hatte ich halt mal 3 Piercings in der Lippe, aber sonst. Meine Tattoos sind was Besonderes. Und meine Tattoos sind halt auch, die sagen was über mich aus. Also ich habe mir nichts hier irgendwie Sternchen, Herzchen tätowieren lassen, sondern jedes einzelne Tattoo hat eine Bedeutung für mich. Und auch alle, die danach noch kommen, haben alle eine Bedeutung für mich. Und ich bin auch ehrlich gesagt der Meinung, dass man sich nicht für sein Leben zeichnen sollte, wenn man nicht vollends dahinter steht und keine Bedeutung in der Farbe unter seiner Haut sieht. Also ich kann Leute nicht verstehen, die zum Tätowierer gehen und sagen, hier lassen Sie mich mal hier ein Sternchen stechen. Also allein der Schönheit willen würde ich mir niemals sowas stechen lassen, weil es geht einfach nie mehr weg. Und deswegen werde ich mir nie irgendwas stechen lassen, wo ich nicht 100% dahinter stehe und wo ich auch nicht irgendwie eine Geschichte zu erzählen kann. Allein zu meinem Dekolleté-Tattoo kann ich meine ganze Lebensgeschichte erzählen. Das war auch mein erstes und das ist auch immer noch mein, ich will nicht sagen mein liebstes, aber mein intimstes Tattoo. Das kann man sagen. Das ist das, was am ehesten was über mich aussagt. Kleine Tattoo-Kunde. Und meine nächsten Tattoos werden halt auch auf jeden Fall auch... ich werde da auf jeden Fall noch dahinter stehen, dass meine nächsten Tattoos auch was über mich aussagen werden. Auch wenn es viele sind und dann viel über mich ausgesagt werden kann. Ja, das ist so, es kann viel über mich ausgesagt werden. So, und ich will jetzt eigentlich nur speichern. Fuck. Wir machen jetzt dieses Krokodil den Erdboden gleich, weil ich jetzt eigentlich nur speichern will, bitte. Und schon wieder hier mein Cheftier verloren habe. Ey, das ist doch zum Kotzen. Krokodile sind zum Kotzen, wenn man sie nicht spielt. Ja, ich will mich gar nicht paaren. Danke. Ich will nur zu meinem Nestchen. Wo ist denn das? Ach, da ganz hinten. Wo garantiert so ein schlechtes Weibchen steht, das ich überhaupt nicht haben will. Und es aber trotzdem andatschen werde, weil ich sowieso irgendwie dran vorbeilaufen werde. Naja, ist ja auch egal. Die Herausforderung aktiv. Okay, dann werde ich mich dann die nächste Folge an die C-Herausforderung machen, um diesen Tierbikini freizuschalten. Ich werde das nie so lange am Stück spielen, bis ich diesen Tierbikini habe. Da könnt ihr schreien, wie ihr wollt. Ich will diesen Bikini. So, komm, mach mal hin jetzt ein bisschen. Wenn ich den ganzen Tag Zeit, das Geld. Okay, vielleicht lasse ich sie doch nicht an. Ich hoffe, dass das mit dem Speichern funktioniert, aber ich meine, es hätte keine Bewandtnis, wenn es einfach nicht funktionieren würde. Okay. Mit dem Schlafen speichert man. Gell? Ja, mit dem Schlafen speichert man. Nein, ich würde gern... Warte, war da nicht speichern? Verlassen. Spiel unterbrechen, ja. Das ist jetzt... Ja, es ist gespeichert. Ja, fett. Da habe ich aber immer mal geschlafen. Wieso nicht?
Ja. Okay, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen bei dieser kleinen Folge. Es geht aber nahtlos mit der nächsten weiter. Bis dahin. Tschüss.